Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Aufwiese Marsch. Raps ist gleich fertig. Wir werden gleich mit dem Anhänger zu den Sojapflanzen fahren. Die sollten eigentlich zuerst kommen. Im Reifestatus. Dann werden wir uns gleich den Kalkstreuer nehmen und Feld 13 kalken. Runde, ja, kann man so machen. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Drescher jetzt da vorbeikomme am Silo mit ausgefahrenem Rohr. Da kann man auch hier auskippen zur Not. Alles schön grün. So, stellen wir uns mal hier so hin. So, knapp am Wegesrand. Erst damit erledigt, fertig. Der andere ist 83%, das ist ein bisschen da helfen wir lieber, wir haben ein bisschen noch Platz, Luft, fahren ihm entgegen und dann hauen wir rechts ab. Ja, und dann werden wir gleich Grafikkarte fahren. Das Prozessor auswählen, oder Grafikkarte. Das ist die Grafikkarte. Naja, 70 Grad ist locker, schön warm. Aber der andere Fall ist auch 70 Grad. So. Naja, Prozessor arbeitet bei 47% zusammen, aber das Spiel hat nur 15%. Kann ich mir nicht erklären, warum wir zu wenig und warum wir zu viel. Wahrscheinlich OBS. Aber ja, hat aber 8. Naja. Das ist so, man muss mal höchstens mal anschalten und anklicken direkt. Wer am meisten viel braucht. So, jetzt scheren wir uns nämlich nach links aus, normalerweise fahren wir nach rechts. So. Scheren wir mal ganz kurz den Drescher vorne Schneidwerk ausklappen. Senken wir ab. Und abhängen. Jetzt fahren wir damit schön im Feld Nummer 15. So, der ist gleich fertig, haben wir die Meldung. Weiter. Dann werden wir den Bereich mal freistellen. Das gleiche machen. So. Dann wir mal ganz kurz Räder ausklappen. Schneidwerk absenken. Und ausklinken. Bei Mod. Das grafische Probleme mit der Stange. Ob das gut oder schlecht ist, das haben wir dahingestellt. So, geht's live zu Feld Nummer 15. Können wir gleich schlafen. Ja, es ist schon wieder Samstag. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Hoffe, ihr habt die Woche schön gut überstanden. Bei mir beginnt dann der Urlaub. Genau richtig zur Season.
Grunde fahre ich jetzt verkehrt, aber das ist im Grunde egal. Nachbarfeld ist ja nicht bestellt, beziehungsweise werden es noch nicht mal aufgehen. Könnten das noch reparieren, das wäre gar nicht verkehrt. Weil das macht sich ja. Hat ja weniger Verluste. Anführungszeichen. Oh. Also nochmal, ich danke allen schon fürs Zuschauen. Langsam aber sicher kommen wir auf eine aufsteigenden Ast, sagt man so schön. Aber Spannung kommt rein erst ab nächsten, in den nächsten Folgen im Prinzip. Wird Season, wird spannend. Kommt die richtige reelle Landwirtschaft, Anführungszeichen. Was nicht stimmt, sind die Preise. Die sind einfach so zu hoch. Gut, der wäre leer. Jetzt fahren wir den mal ganz schnell reparieren. Denn Reparatur ist wichtig. Wie man so sieht, ist die Sonnenblume noch ein Stückchen weiter zurück. Ist auch ganz gut so, denn wir haben ja mit der Soja auch ein bisschen zu tun. Aber zwei Drescher sind ziemlich schnell, das ist ja ganz schnell getan. Ja, Lohnzahlung muss sein. Vielleicht werden wir auch. Ja, wir müssen das vorbereiten, das ist entscheidend. Wenn wir nicht vorbereiten, haben wir ein Problem. Kommen wir gut durch. Bleiben wir nirgendwo hängen. Hier haben wir eine Reparatur. Schneidwerk und Drescher. Tacken wir aber nicht. Steigen wir kurz aus, auf dem Charakter, aufsteigen, Reparatur, reparieren wir auch und dann können wir gleich wieder rausfahren zum Feld. Da war viel grün, da haben wir nicht viel gesehen. Mal nach innen einsteigen. Und innen drin ist das nicht ganz so dramatisch. Oh, Licht ist grell. Oh, gewaschen haben wir nicht. Auch nicht tragisch. Ja, mal sagen, ich bin da. Hat viele Knöpfe. Mit Musik habe ich schon geguckt. Mal sehen, was schöne Musik gibt. Das muss ja gegenwandfreie Musik sein. Schau mal. Ja, nicht so. Geschmack muss auch getroffen werden, ne? Mein Geschmack, euer Geschmack, das ist gar nicht so einfach. Dann muss ich dann noch separat einen extra Player machen, ne? So, angekommen. Das heißt, klicken wir mal aus. Dann fahren wir um den LKW herum. Dann können wir da so stehen bleiben. Beziehungsweise wir müssen zurückfahren.
weil muss er noch einen holen. Andere. Vielleicht werden wir den auch vorher reparieren. See, ja, Fuße. Wenn wir überlegen, hier haben wir einen schönen Ertrag. Und der steht schon bereit. Und der hat hinten kein Licht, das ist immer doof. Ja, und den Kurs löschen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. 25. Ah, hier an der Straße. Gut. Machen wir die Innenansicht, das ist ein bisschen besser zu sehen als von außen. Also die Nacht soll mit Seasons richtig dunkel werden. Und wir haben schon eigentlich dunkel. In Anführungszeichen. Aber dann wird echt gefahren. Also ich fahre jetzt auch hin und repariere ihn auch. Werde auch aus dem Feld rausfahren und dementsprechend leer machen. Alles kein Thema, machen wir. Wir werden aber schlafen. Wir werden ja nicht auf unbedingt kalten ungefähr. Das können wir auch morgen früh machen. Im Hellen. Das geht auch im Hellen. Über den Dunkel fahren. Würde nur mit der Erde beginnen, wenn das kritisch wäre mit Verdoren. Ne? Also das ist die Gefahr besteht nun nicht. Ist auch nicht mehr reif. Der tragbare Soja ist ja auch nicht so hoch, dass man sagen könnte, wir haben Stress mit dem Abfahrer, das klappt dann auch. Das klappt, stehen wir genau richtig. Packen müssen wir auch nicht. Jetzt hätten wir noch umdrehen müssen. So. Kommen wir fast zwei Anhängerladungen, RAFs mehr verkauft. Das ist super. Wir brauchen eine zweite Sämaschine, das ist ganz wichtig. Natürlich Felder, ne? Felder brauchen wir auch. Klicken wir hinten aus. Zum Ableeren, Ausleeren müssen wir nicht unbedingt dran haben. Schlägt mein Bein ein. So. Oh, beim Stein. Ah, da ist er schon. Und einklappen. Aus.
Wenn ich so klein und die Maschinen sind so groß. Florian Friedrichsen, ja. Ah, die sind schon so groß. So, gehen wir. Wie gesagt, kalt machen wir früh. Da sind wir. So, jetzt haben wir 20:40 Uhr, das ist Zappendüse. Silage klappt auch. Wo ist die Bank? Da ist die Bank. Ja, ich muss immer noch auf der Bank schlafen, ne? Ist ja so warm, ne? So, 20:40 Uhr, also rund knappe 9 Stunden, noch nicht 12. Dann machen wir 10. Egal, jo. Und ein neuer Tag ist da. So wie aus Reif, die Sonnenblumen. Wir werden mal gleich zum Anfang kalken. Da können wir den nehmen. Klicken mal aus. Ist 3:45 Uhr. Noch schummrig leicht, aber nicht dunkel. So, wir haben mal Kalk, da können wir auch. Brauche keine Pflegereifung im Traktor. Tja, gleich ran an die und auffüllen. Machen wir so auf. Dürfte auch so gehen. Oh, das dauert eine Weile, ne? Dessen werden wir mal ganz kurz uns hier um kümmern. Ja, die Soja ist reif. Crossplay haben wir gelöscht, passt. Werden wir Erntefeld 15 anfangen. Immer Kursgenerierung. Ach so, ist ja schon. Am selben Kurs. 2. So, hoch runter, Vorgewende. Rundherum zweimal. Da reicht einmal, weil zweimal fahren wir sowieso. Reicht jetzt gut. Ich glaube, meistens sehr gut. Kurz gucken, der ist rechts. Das passt. Normalerweise jetzt. Gutes. Rechts passt. Ja. Das ist komisch. 2, scharf und die habe ich dann gelöscht. Wahrscheinlich. So, hier wieder rechts, fast.
Da muss einer links fahren. Grunde wäre mir lieber gewesen, andersrum gewesen wäre. Gut. Mein Fehler. Ups, Entschuldigung. Hat keiner gehört, hoffe ich mal. So. Erstmal löschen. Das müsste sein. Der muss links arbeiten. Die vorne Ecke machen wir gleich weg, weil da sind die irgendwie nicht ganz helle, sag mal so. Später ist es egal, da kommt er sowieso noch lang. Aber immer so. Aber fürs erste wollen wir mal mitnehmen. Schöne Soja. Perfekte Schweinefutter. So, das haben wir dann auch erledigt, die Ecke. Jetzt werden wir gleich starten. Und das läuft auch immer super, ne? So, den LKW wollen wir gleich entleeren, der ist noch Rapsöl. So. Da haben wir fast 2 Ladungen Raps nachher zu verkaufen. Dann können wir gleich noch eine Ladung Raps so, Silage zu BGH fahren. Dann können wir uns den Traktor und den LKW kaufen. Dann können wir auch den LKW kaufen. Und der ist so ein böser Schaukel. Oh, ja, mal liefern, Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Leider ist schon wieder Zeit um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen über ein Like oder ein Abo. Ich sage mal danke. Dann sagt mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Bis hoffentlich sehen wir uns wieder zum Morgen. Ciao, ciao. Ciao.